Moin zusammen. Yep. So, guten Tag zusammen. Heute mal aus der Küche bzw. vom Esstisch. Vielleicht habt ihr schon im Hintergrund gesehen, hier, da steht ein Wing und hier steht auch noch ein Wing. Ja, geht um Wings heute. Und zwar, das ist der S800, schönes Einsteigermodell. Der AR Wing, bisschen bessere Qualität, aber jetzt haben wir was richtig Schönes für euch. Und zwar geht's, wie ihr hier schon sehen könnt, um den TBS Caipirinha 2. Mini FPV Wing, so mini ist der gar nicht. Ich muss vorab sagen, ich bin absolut kein Wing-Experte. Bin auch relativ frisch im Thema Wings, aber es macht einfach unglaublich viel Spaß, weil es einfach eine andere Erfahrung ist. Man fliegt sie anders, macht einfach unheimlich viel Spaß. Und ja, wir machen jetzt mal ein kurzes Video. Da zeige ich euch, was hier drin ist, was alles geliefert wird. Das ist hier die PNP-Version, also ohne FPV. TBS hat hier noch das Paket mit einer kleinen Schleife versehen. Den Sticker gibt es eigentlich nicht dabei. Den habe ich jetzt nur, weil der René von Redbee mir diesen Wing zur Verfügung gestellt hat für dieses Video und auch für den Bildlog, den ich dann später im Blog veröffentlichen werde. Vielen Dank nochmal dafür, danke für die Unterstützung. Und wenn ihr Wings kaufen möchtet, beziehungsweise den Caipirinha kaufen möchtet, schaut mal bei ihm im Shop vorbei. Er hat die Kit-Version, wo ihr quasi alles selber nochmal zusammenschrauben und kleben müsst. Und die PNP-Version hat er in seinem Shop. Und so gut wie, ich glaube, jedes Ersatzteil hat er auch. Also wenn euch mal was kaputt geht, könnt ihr da dann schnell Ersatz bekommen. Jo. So, dann fangen wir mal an. Schleifchen auf. Wir packen jetzt einfach mal alles raus hier, was wir hier so finden. Das wird der Motor sein. Genau, das ist die Antriebseinheit. Ich habe die PNP-Version, das heißt, es ist eigentlich schon relativ viel zusammengebaut. Ihr müsst gar nicht mehr viel machen. So, ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Mittelteil an, mit dem Hauptteil. Das, was auch schon geteasert wurde am Anfang von Trappy, glaube ich. In der PNP-Version kommt der so vormontiert. Ihr braucht wirklich nichts machen. ESC ist dran, XC60 ist dran. Die sind auch alle verklebt und montiert, die Teile. Ihr könnt das Teil hier öffnen, wie so eine Motorhaube nach vorne klappen einfach. Und dann seht ihr hier auch schon zwei Battery Straps. Da passt ordentlich Akku rein. Laut Homepage sind es... kann man einen 6600 mAh Akku hier unterbringen, ein 4S Akku. Oder ihr baut Lithium-Ionen Akkus ein, da findet ihr auch eine Anleitung auf meinem Blog. Das Schöne ist auch der XC60 Anschluss. Ihr seht, da sind noch zwei Plätze frei, also ihr könnt bis zu drei Batterien parallel anschließen. Ihr müsst also nicht eine große neue Batterie kaufen. Wenn ihr noch Batterien habt, die hier allesamt reinpassen und die gleich sind, könnt ihr die alle drei anschließen und erhöht damit die Kapazität und auch die Strombelastbarkeit sozusagen. Das ist ein Hobbywing 50 Ampere Skywalker ESC mit BEC auf jeden Fall. Also das seht ihr hier am Kabel. Der liefert auch noch 5 Volt und hat hier Kondensatoren verbaut, die so ein bisschen die Spannung glätten bzw. die Störung rausfiltern, damit ihr das nicht in eurem FPV-Signal, zum Beispiel in eurem Videobild, seht. Ja, der ist wirklich groß, aber wenn ihr gleich den Motor seht, dann wisst ihr, warum der so groß ist. Den haben wir hier. Das ist der Motor. Ein wirklich großer Motor. Wurde hergestellt von Cobra.
mit 1050 kV. Dreht also relativ langsam und effizient sollte er sein. Was mir aufgefallen ist bei dem Motor, wenn ich ihn drehe, hört er sich nicht so schön an. Ich mache mal hier die Prop-Nut ab. Ich weiß nicht, ob man das hören kann. Und auch das Spiel ist meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen zu viel. Ich werde mal nachfragen bei TBS, ob das so sein soll. Meiner Meinung nach sollte das nicht so sein. Ja, als Propeller wurde hier ein Folding Prop benutzt. Das ist ein Propeller, der zusammenfaltet, wenn er in einer bestimmten Richtung Druck bekommt sozusagen. Das sind die Aeronaut Chem Carbon Propeller. Ja, die falten sich auf jeden Fall bei einer Landung, falten die sich ein. Beziehungsweise beim Gasgeben falten sie sich durch die Fliehkraft auf jeden Fall auch in die richtige Position. So sieht das dann aus. So werden die montiert und durch die Fliehkraft werden die auf jeden Fall in die richtige Position gebracht. Und der größte Vorteil finde ich, wenn man landet und der Propeller steht gerade quasi so und man landet und schlägt mit dem Propeller in den Boden, faltet er sich einfach weg und kann nicht abbrechen. Das ist hier der große Vorteil an diesen Propellern. Mit zwei Muttern werden die hier montiert durch diese Löcher. Und dann sieht das ungefähr so aus. Hier sind noch zwei kleine Erhöhungen auf dem Propeller, sodass die hier schon mal grob einrasten. Wenn man jetzt quasi die Mutter drauflegt. So, das war es eigentlich zu der Antriebseinheit soweit. Jetzt machen wir glaube ich mal weiter mit den Wings an sich. Die haben eine Spannweite von 930 mm. Die sehen erstmal relativ klein aus, sind aber dennoch größer als hier der AR Wing hier im Hintergrund. Ja, die werden hier komplett verklebt mit dem Rumpf, also die kann man nicht mehr abnehmen danach. Das ist meiner Meinung nach ein Negativpunkt. Beim AR Wing kann man die Flügel komplett abnehmen. Natürlich ist das nur mit einer Schraube gesichert und kann leichter brechen. Hier wird alles verklebt, also diese ganzen Flächen hier werden mit Klebstoff eingeschmiert und mit dem Mittelteil dann verklebt. Vorteil würde ich sagen, ist wahrscheinlich wesentlich stabiler als so ein AR Wing. Nachteil, wie gesagt, sobald man sich hier irgendwas dran kaputt macht, was nicht mehr reparabel ist, kannst du dir eigentlich einen kompletten neuen Rumpf kaufen. Ja, schauen wir uns die Klebeflächen einmal an. Die sehen so aus. Und hier wird überall der Klebstoff aufgetragen. Hier vorne ist eine Lasche, die nicht mit dem Rumpf verbunden ist. Hier kann man durchgucken. Das ist ein bisschen labberig. Ich glaube nicht, dass da großartig viel Energie übertragen werden kann, weil die einfach ja nicht wie das hier mit dem Rumpf verbunden ist. Hat aber auch einen Grund, warum das so ist. Das sehen wir gleich, wenn wir das Mittelteil da mal reinstecken. Hier sieht man auch, warum sie das gemacht haben. Hier ist eine kleine Erhöhung und da muss der quasi reingleiten. So. So, jetzt kann man auch sehen, warum sie das hier gemacht haben. Hier könnte man auf jeden Fall noch Kleber dazugeben. Dann ist es auf jeden Fall optimal verstärkt. Ja, so sieht das aus. Der ESC sollte natürlich nicht unten rausgucken.
sondern oben. Und wir werden jetzt auch gleich nochmal den Motor einfach jetzt mal Dry-Fit mäßig hier einbauen. Der wird hier hinten einfach reingesteckt, natürlich auch verklebt. Und ja, der ESC, wie gesagt, der ist riesig, den muss man hier irgendwie so ein bisschen verstauen. Und mit dem Motor verbinden. So wird er hier reingelegt. Und dann kann man hier einfach, wenn man die Haube hier so ein bisschen, die flext ein bisschen, und sie zurückschieben und sie rastet hier ein. So, die schauen wir uns jetzt nochmal an, was wir hier so finden. Also wir haben hier auf jeden Fall einmal ein Mount für die GoPro Session und ich glaube, eine Runcam wird wahrscheinlich auch reinpassen. Die wird hier gestützt von einem Holzplättchen und kann dann mit einem Strap gesichert werden. Auf der anderen Seite haben wir einen normalen Ausschnitt für eine normale FPV-Kamera. Die wird dann hier durch verlegt und kommt dann hier raus mit dem Kabel. Schöne Sache, diese Dinger hier sind push to open. Einfach drauf drücken und man kann hier die, die Klappen entfernen und hier wird dann auch die Elektronik untergebracht. Also hier kann man Flugsteuerung reinbauen, Receiver, GPS. Da haben sie sich auf jeden Fall was Schönes überlegt. Der Mechanismus sieht so aus, das sind hier so kleine Schnapper. Wir haben allerdings auf der Unterseite auch noch ein paar Kästchen, wo wir Elektronik verbauen können. Schauen wir uns mal die beiden Wings hier an, die beiden Tragflächen. Beide Servos sind schon verbaut, hier sind richtig schöne Metallstangen dran mit Gewinden drauf. Die Stangen sind hier ein bisschen eingelassen, machen auf jeden Fall einen sehr stabilen Eindruck. Ja, für die generelle Versteifung sind hier oben CFK-Stäbe eingelassen und auch auf der Unterseite, hier ebenfalls. Unterseite sieht wie folgt aus, hier gibt es nochmal zwei Schächte, wo man Videosender oder was auch immer unterbringen kann. Und da gibt es, soweit ich weiß, dann auch solche Klebepads, um die abzudecken, diese Schächte. Genau, das sind so selbstklebende dicke Folien, die werden dann hier draufgelegt, passen perfekt und damit ist es dann auch richtig schön verschlossen. So, die Winglets werden hier angeschraubt mit zwei Schrauben, einmal da und einmal da. Die sind natürlich austauschbar, das ist auf jeden Fall eine schöne Sache, weil die werden definitiv als erstes Schaden nehmen beim Landen. Die sehen wie folgt aus. Simple, ja, ich weiß gar nicht, was es für ein Material ist. Ich habe es irgendwo mal gelesen. Kann man sich bestimmt schön aus einer Schablone selber machen. Die werden, wie gesagt, einfach hier verschraubt. Wir haben ja noch einen CFK-Stab hier. Der wird auf jeden Fall als Versteifung hier noch eingebaut. Wo, muss ich gleich mal schauen. Okay. Also, der Stab wird hier in ein Rohr eingeführt, was schon da ist. Das ist schon eingebaut, kann man jetzt nicht so gut erkennen. Seht ihr, da wo mein Finger ist, seht ihr schon ein CFK-Rohr, was hier in den Flügel reinreicht. Und da wird das Teil einfach reingeschoben. Ungefähr so. Und mit einem kleinen Holzring wird es hier zentriert. So.
den ESC verstauen. Und dann kann man die Haube schließen, indem man sie einfach hier die Flex so ein bisschen runterschiebt. Hier hinten, ich glaube, ich habe es gesehen, gibt es eine Abdeckung, die man drucken kann, damit das auch ein bisschen verdeckter oder schöner aussieht. Da werde ich mal schauen, ob man das drucken kann. Soweit, so gut. Was wir uns noch nicht angeguckt haben, sind hier die Klappen. Die bestehen nicht aus einem massiven Teil, die sind mit Folie bespannt und das ist wahrscheinlich ein Holz darunter. Und man kann sehen, das hat hier so Löcher und nicht hier so Längsfahre. Ist wirklich extrem leicht und auch echt schön stabil. Genau, die werden hier einfach verklebt werden die. Da gibt es eine bestimmte Methode, die werde ich dann nochmal zeigen. Die ist auch schön im Handbuch beschrieben, also da kann man wirklich nicht viel falsch machen, man muss sich nur das richtige Tape dazu kaufen. Da fände ich es eigentlich relativ schön, wenn dieses Tape mitgeliefert wird, also oder auch nur ein Stück dafür. Ansonsten kurz zum Setup. Als Funke nehmen wir die TBS Tango und das Crossfire-System auf jeden Fall, weil wir auch ein bisschen Langstrecke fliegen wollen. Das ist hier das volle Modul mit der Diamond-Antenne. Die wird hier einfach hinten reingesteckt in die Tango und ja, ist halt auch voll unterstützt. Die Baudrate stimmt hier bei der Tango. Nicht wie bei den Everskyfunken, dass man da noch einen Mod einlöten muss. Deswegen fliege ich, wenn ich Crossfire fliege, fliege ich auch mit der Tango. Ja, das war es erstmal von mir zu dem TBS Calpurnia 2. Vielen Dank auch nochmal an Redbee für den Wing hier. Und ja, ihr lest mich dann auf meinem Blog. Da werde ich einen ausführlichen Bericht schreiben, wie man das Ding zusammenbaut. Werde schöne Fotos machen, wo man drauf achten muss. Vielleicht Tipps, falls es welche gibt beim Zusammenbau. Und ja, auch hoffentlich erste Videos, wenn das Ding dann mal fliegt. Im Moment dauert es noch ein bisschen. Wetter ist noch echt kalt. Da gehe ich lieber nicht raus und baue dann lieber an meinen Projekten weiter. Also viel Spaß mit diesem Wing. Und ja, wir sehen uns dann demnächst.